Basis! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battle on the Helden vs. Schurkenfront heute auf dem Planeten, auf dem wir Drop Zone hatten in der Beta. Heute als Hahn auch noch solo. Tja, und warum ich jetzt da immer draufklicke, man weiß es nicht. Bam, ba, da, 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 okay. So, jetzt geht es hier wieder darum und ich habe heute wieder richtig Bock. Ich habe Müsli gegessen. Ich habe wieder richtig Lust heute. Leider nur nachzukommentieren, dennoch bin ich großen Mutes hier etwas zu reißen, denn ich habe mich mir der Aufnahme auch nicht so genau genähert, dass ich jetzt sagen kann, wie das hier ausgehen wird. Auf gut Deutsch gesagt, ich habe mir die Aufnahme nicht vorher angesehen. Nur betitelt und den Anfang und das Ende gesehen, ob es drauf ist. Und das ist es. Und damit geht es nämlich los. Buba, 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 buba. Komm, hier. Genau. Und der schwierige Teil wird, dass du mich besiegen kannst, denn das ist nicht möglich. Und, oh, was mache ich da? Ja, Dussel, 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 weg. So. 54 HP. Das ist okay. Über die Hälfte noch. Und komm, Leia, beschütze die Helden, besiege die Schurken. So, hier ist so ein Trooper. Genau das werden wir jetzt tun. Imperator erblitzt. Und er ist im Grunde down, ich aber auch. Ach komm. Aber immerhin sind zwar jetzt nicht so viele Punkte, aber mit Han Solo ist alles möglich. Es ist alles mit diesem Charakter möglich, denn er ist, gehört absolut zu meiner Meinung nach zu den Besten. Ja. Und jetzt werden wir mal wieder versuchen, diese drei Helden zu beschützen. Und tatsächlich zählt 100% die Helden und 0% der schriftliche Teil. Nur so eben bei. Tatsächlich. Musste ich des Letzteren öfteres hören. Des Letzteren, ja. Perfekt. Oh, da war ja. Der dunkle Lord des Sith. Ob er so dunkel ist wie Snoke. Oder ob er dunkler ist. Ich glaube ja, er ist dunkler, denn der Imperator ist einfach einzigartig, muss man einfach so sagen. Und ich verpasse die Ehrengarde, egal. Sinnlos. Spreng ich mich selber fast mit hoch. Auch sinnreich. Knappe Kiste. What? Boba und der Imperator sind... Oh, Luke ist weg. Scheiße. Jo. Das, ich weiß jetzt nicht, ob das was gebracht hat. Ja! 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 Es ist so klar! Es ist so klar! Das ist doch mittlerweile lächerlich hier. Das ist so lächerlich, dieses Spiel. Also im Gegensatz zu FIFA ist es zwar noch nicht im Ansatz lächerlich, aber... Sehr schön. Helden haben die Runde gewonnen. So muss das aussehen, Leute. So muss das aussehen. Luke Skywalker. Luke Skywalker. Ich finde, da hätten sie sich im Grunde eine andere Musik auswählen müssen, weil das ist ja nur die Intro-Musik, finde ich. Also Main Theme, wie die meisten es nennen. Aber Luke ist in dem Spiel extrem gut. Zumindest wenn man ihn verwenden kann, würde ich ihn eigentlich doch fast immer einem Boba Fett vorziehen. Abgesehen davon kann man gar nicht wählen. Aber ich würde, ich glaube ich, schon einem Han Solo vorziehen, denn Luke ist schon extrem stark, weil er eben durch dieses Springen sehr schwer zu treffen ist, während Han mit der DL-44 ja natürlich eine in Anführungszeichen normalere Waffe hat. So, Machtschub.
So, und Boba kriegt. Boba ist down. Besiege 5 Helden abgeschlossen. So muss das aussehen. So werden wir hier den imperialen Hangar, der es nicht ist, sondern die Schwefelfelder auf. Solust werden wir damit besiegen. Und das Imperium vertreiben, wie wir es schon unzählige Male getan haben. Schade, dass es keine Droiden gibt. Ich hätte Lust auf Droiden. Oh. Oh, er kriegt. Und jetzt hat er noch weniger. Er hat nichts mehr. Ja, ist da unten. Wir haben ihn auch gekriegt. Der Imperator ist tatsächlich down. Wie ist das möglich? In echt würde er, glaube ich, nie so down gehen. Außer vielleicht von Yoda und Mace. Aber das würde keinen Sinn machen. Schade eigentlich. Hätten die zusammen angegriffen, dann könnte sich... Hätte er keine Chance gehabt. Aber allein wie im dritten Teil, der Imperator macht erstmal den Bohrer, wo die vier ihn verhaften wollen, und er nascht erstmal die anderen weg. Er nascht sie einfach. Sind einfach da. Sie lassen sich sofort naschen. Sinn. Aber okay. Imploder. Und jetzt implodiert er. Sehr schön. Und das hat ihn mächtig gezogen. Heute mal nicht der Rage-Modus. Mal gucken, wenn ich wieder im Rage-Modus bin. Ah, Lucky Punch. Lucky Punch. Aber man weiß es ja nicht. Sehr schön. Wieder gewonnen. 7-3. Das ist von der Statistik her absolut im akzeptablen Bereich. Ganz klar. Nächste Runde als Han, der Solo ist. Beziehungsweise auch noch Single. Der aber irgendwie... Ja, also im Spiel definitiv zu den Besten gehört. Definitiv. Ich finde, der Imperator ist tatsächlich der schlechteste, finde ich, weil er einfach zu sehr auf Nahkampf gepolt ist und selbst im Nahkampf nicht ultimativ ist. Deswegen finde ich, dass der beste Luke auch im Nahkampf ist, und sonst im Mittelkampf Han Solo, im Weit ist es Boba. Ganz klar. Hier, dieser Flammenwerfer war da im Grunde unnötig. Aber hier im Mittelkampf keine Chance. Ist ja schon fast Nahkampf eigentlich, aber dann würde man langen Distanz auch nicht spielen. Da war gerade ein Objekt, das wurde geholt von... Weiß ich gar nicht. Rodiana. Da ist der Rodiana. So, das ist wahrscheinlich ja leider schon die letzte Runde. So sieht es zumindest aus. Ja, so sieht es eher aus. Imperator ist down. Jetzt Vader. Imperator hatte wahrscheinlich keinen Bock mehr auf den Schrott hier. Hat gesagt, ja, hast du ja eine Pizza. Und dann ist er weggegangen. Down. Ja. Und Vader. Vader. Oh, Vader, das war's. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, diese Jubiläumsfeige hat euch gefallen. Gerade eben sah man nochmal irgendwie so eine Explosion wie ein Feuerwerk, dass wir schon 20 Folgen gebracht haben. Bis dann, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein nettes Abonnement, das sogar gratis ist, wie ich sogar zugeben muss. Wäre ganz nett. Ein Daumen nach oben. Natürlich auch. Müsst ihr aber auch nicht. Und bis dann, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Star Wars Battle on the Front. Bis dann, Leute. Ciao.